Und was heißt das, wenn ich hier irgendwie so einen NSC anspreche und der hat ein großes C über dem Kopf? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Hey, das wieso ist kriege so ich ein jetzt hier globaler oben Buff, oder? Ruf, wenn ich da die Dinger anklicke? Ich habe keine Ahnung. Wo muss ich jetzt den komischen Schädel hinlegen? Der war rechts von diesem Knochenhaufen irgendwie. Da war so ein Tisch, da musste ich den hinlegen. Okay, gucke ich gleich mal. So, ich habe eine schöne neue Hose gekriegt. Ja, schön im Blau. Tatsache. Warte mal, Unterstützungskraft brauche ich ja, glaube ich, nur, wenn ich tanke. Ich spieß hier jetzt irgendwie. Aha, das ist hier irgendein World Event. Da macht man einen Rechtsklick auf den Pfahl und kriegt dafür Fahrt-EP. Das ist auch schön. Genau. Aha. Das hatte ich nämlich gerade auch. Das weiß ich jetzt noch nicht ganz, was ich davon halten soll, aber Errungenschaft freigeschalten, okay. Schön. Schön war's. Oh, ich habe ein Video. Was liegt denn hier? Hier ist wer im Dorf gestorben. Mit Gilden habe ich auch noch gar nichts gesehen. Oder ich wurde zumindest nicht spammt eingeladen. Nee, das fand ich auch sehr Sehr löblich, positiv. yo. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwo aus Versehen ausgeschaltet, dass ich von Gilden eingeladen werden darf. Ist ja auch nett. Standardeinstellung direkt, ja. Eigentlich schon, ne? Normalerweise wirst du ja in solchen Spielen oder überhaupt in allen Spielen mittlerweile zugespammt, sobald du dich einloggst und wehe dir, wenn du keine Gilde hast. Das stimmt, ja. So. Oh. Glaube, hier habe ich jetzt soweit alles abgegeben. Ich muss mich erstmal Ja, ich noch umgucken. nicht. Ich hatte gerade noch eine Ah, hier ist noch Videosequenz. was. Mich würde interessieren, ob ich diese lustige Laufquest hier mit der Tante da ganz am Anfang noch wohl nochmal annehmen kann. Müsste ja eigentlich so sein. Damit du dich zumindest binden kannst hier irgendwo. Ja, ge gebunden bin ich ja, aber ich habe die Quest halt nicht abgeschlossen. Decke Okay. Schädel auf Pfähle, 11 von 40. Oho, Moment. Nee, echt? Na, Vier das war, glaube ich, Schädel. das tickt auch automatisch hoch, wenn das andere machen. Das war dieses World Event, glaube ich, ne? Ich Ja, hab die das. jetzt einfach angequatscht und jetzt rennt die wieder mit mir los. So einfach ist das. In die Das Olle? ist der Taxistand. Na, wo ist Ja. er denn? Ja, war das doch, oder nicht? Ja, noch ein Stück weiter hoch. Nee, nee, hoch. Nee, die war das nicht. Was? Nee, nee, hoch? Genau, ich laufe nämlich gerade mit der hier weg. Ach, deswegen steht die hier nicht. Ich bin Ach jetzt so, hier die ist allein da auf gar nicht weiter mehr da. Ich dachte, Flur. das wäre gefaced. Ja, das hatte ich eigentlich auch gedacht. Der Outfit. Schön. Warte mal, es gibt doch mit Sicherheit auch ein normales Questlog und hier sind komm, ja, da, guck mal. Ey, Alte, warte doch mal, ich hätte da eine Quest abzugeben und da auch. Das ist der Briefkasten. Ja, schön, den kannte ich schon. Mit dem Briefkasten kannst du mit deinen Kollegen kommunizieren. Ja, wenn ich denn mal Freunde hätte, ne? Die Toll! kann man da nicht mal hinzufügen. Ah, wo rennt die denn immer hin? Achso, ich muss die mal markieren, dann finde ich die auch wieder. Diesen Quest-Tracker, also dieses Questlog ein bisschen verwirrend. Ach, da ist das Tor zum Binden. Ja, Übersichtlich cool. ist es auf jeden Fall nicht, ja. Habe ich jetzt alles abgegeben oder nicht? Ich darf jetzt irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, auch nochmal Briefkasten und so anklicken hier. Ja. Schön. Briefkasten. Jetzt habe ich zum x-ten Mal Blutritual passiv abgeschlossen, weil irgendwie die Schädeldinger da drauf gesteckt hat. Musst du da hier gerade irgendwo noch eine Quest abgeben? Ich bin doch gerade noch dreimal an dem vorbeigelaufen. Hallo? Da hinten. Habe ich denn hier noch CS Dönerfleisch? Das kann man wahrscheinlich essen. Dönerfleisch. Ach, Dörrfleisch. Ja, wäre lesen. Ein happenziges Dönerfleisch. Ja. Bist auch zugebombt mit irgendwelchen voll tollen Questbelohnungen und weiß überhaupt nicht, wohin damit. Hier, guck mal, ein Plüschtier eingesammelt. Oh. Ja. Brauche ich auch noch ein Haus, wo ich das hinstellen kann. Junge Lehrling Laveka, irgendein. Wo ist der denn? Wer denn? Ja, der ist ein bisschen weiter weg, ne? Glaube ich. 8. Wo ist denn die 8? Gute Frage, ich sehe es gar nicht. Es überlappt sich auch, also im Dorf überlappt sich auch
alles miteinander. Ach nee, der ist ja ganz, ganz hinten, alles klar. Ja, man kann ja, wenn man reinscrollt, die Karte tatsächlich deutlich größer machen, als sie auf den ersten Blick aussieht. Tatsache, das ist wirklich besser. Sieh ne? an! Ja, heftig. Was die Naschi alles weiß, ey. Ach so. Was ist das denn? Jetzt weiß ich endlich, was du meintest mit dieser Quest schon ein paar Mal passiv abgeschlossen. Alles klar. Auch schön. Stellt man sich hier hin. Stunde AFK, zack, 10 Quests fertig. So muss das sein. Ja, finde ich gut. Ich mit Blutschamane Sorkan. Ist der auch hier oder? Blutschaman, das ist eigentlich der vor diesem Schädelhaufen, glaube ich. Nee. Nicht? Nee, der steht da oben irgendwie auf so einem Hügel. Warte mal. Sorkan. Ah ja, stimmt. Komme ich dann jetzt am geschicktesten hoch? Okay. Da rum? Gucken. Ah, da vorne, ach, der Arena bestimmt, wa? Genau, der hat sich hier so sein eigenes Ding gebaut. Heftig. Schön mit Mammutbüffelhörnchen und so. Hä? Was? Wie? Da rennt schon wieder total verwirrt in der Gegend. Opfere das Kriegsschwein. Ich wollte doch nur mit dem Schaman reden. Wie opfere ich denn ein Kriegsschwein? Aber ich greife es tatsächlich einfach an. Ich habe ein Kriegsschwein geopfert. Dann geht's. Yeah. Hä? Was für ein Schwein hast du denn geopfert? Bei mir stand hier eins, das habe ich jetzt brutal geschlachtet. Und jetzt ist hier irgendein Geist. Und kämpft mit wem anders. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier gerade passiert. Kaputt getötet. Ich muss nach wie vor... Ach so, jetzt muss ich mit ihm da vorne sprechen. Aha. Ich werde meinen Wert beweisen. Überlebe den Übergangsritus. Jawohl, den habe ich jetzt auch. Da sind wir doch auch alle wieder. So, jetzt muss ich Teresh töten. Und der jetzt? Teresh, jawohl. Bestimmt, der ist dann Demiphäus jetzt bestimmt gewesen. Ist er das? Jawohl, Teresh. Ja. Komm, du Sau. Meine Robis. Zack. Ehre zum Blutschaman. Schön. Ganz schön nebelig. Und da kommt das neue Schwein gerade. Ach, cool. Super. Ey, ich will das auch mal opfern. Ritualbeutel. Das Kriegsschweinleder. Zack. Plantat. Feuerblutkrieger. Ist ja irgendwie jetzt alles nicht so geil. Ich nehme den Beutel. Habe ich auch gemacht. Hey, was ist das? Was ist das denn? Liken, um Gegenstände zu erhalten. Was? Jetzt? Okay. Was, liken? Liken, um Gegenstände zu erhalten? Klingt ja wie auf Facebook. Ja, recyceln. Ach so. Ja, das ist auch so eine Quest, glaube ich. Wir haben irgendeine komische Box. Eine komische Box. Unbrauchbarer. Yo. Ach, da. Und das ist dieses Fenster im... Ja, das habe ich schon ein paar Mal versucht. Es gibt ja, wenn man das Inventar aufmacht, diesen komischen, hier diesen Kringeldings, da steht ja hier klicken, um alle recycelbaren Gegenstände anzusehen. Genau. Ja. So, dann klicke ich da drauf und dann bekomme ich irgendwie was angezeigt und dann klicke ich auf Bergen. Und dann passiert aber... Achso, jetzt passiert plötzlich was. Vorhin passierte nichts. Bei mir passiert in der Regel auch nichts, aber das war jetzt das Quest-Item, denke ich mal. Ja, ich habe aber gerade noch mein altes Implantat gerecycelt. Das hat auch funktioniert. Ja, hab ich doch jetzt fertig. Ist doch super. Sprich, mit Langschuss. Hier stehen übrigens noch 43 Quests in der Gegend rum. Die sollte man nachher nicht vergessen. Was, wo? Wo, ja. Ich sehe auch keine. Nee, echt nicht? Also ich sehe an der Küste sehe ich welche. Ach, Küste. Auf der großen Karte, ja, okay. Ja, warte, nö, auf meiner Minimap, aber... Echt, da habe ich auch nicht gesehen. Aber auf der Karte. Ach, die Minimap kann man auch scrollen. Ja, sicher. Was ich hier alles noch lerne. Ja, aber wir questen uns jetzt gerade erstmal in eine Richtung. Jetzt? Nee, alles auf einmal, hallo? Wo muss ich denn jetzt hin? Warte doch mal, mit Ich laufe jetzt erstmal in Haus rein, hallo. Wo ist der denn? Ich bin sogar richtig. Lang lebe der Kaiser. So, hier ist auch noch ein Buch. Und hier liegen Tierköpfe rum. Ja, dann sind wir da richtig. Ach, da oben bist du. Jetzt ja, eine Insel. Was sagst du hier in einem Haus? Ja, in dem Haus, ja. Im Haus. Ah ja. Da war der Lehrling. Hm. Ah ja, Buch, genau.
finde, man verbringt viel, viel Zeit damit rumzulaufen und Dinge zu entdecken, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie überhaupt noch irgendwo sind. Das stimmt, ja. Da habe ich auch eine Menge schon gesehen, ja. Habe ich jetzt sonst noch Quests zum Abgeben irgendwie? Nee, ich habe, glaube ich, nichts mehr. Also, wir könnten jetzt natürlich warten, bis irgendwer wieder 32 Fackeln anzündet, aber... Warte das mal. Das habe ich nämlich auch schon wieder. Also, ich muss jetzt noch den Necromojo-Stab abliefern. Wo den muss ich hin? Auch noch, ja. Das ist aber das ein ganz Stück ganz weiter oben weg. Die Straße hoch. Ach so. Da muss Ach so, ich auch noch ja. hin. Wir können uns jetzt überlegen, ob wir wieder nach rechts gehen und da die Beobachter von Deradune machen. Oder nach oben. Der Crouchilla rennt ja schon mal ganz hochmotiviert nach oben. Ja, ja, ich muss zu diesem Neko-Mojo-Stab. Ich habe hier noch die Quest verbessert. Ach, der ist da ganz oben. Ja, ja, der ist da ganz oben. Ganz oben. Naja, wenn wir das abzugeben haben, würde ich sagen, gehen wir dahin erstmal, oder? Jo. Na gut. Jo. Attacke. Lauf doch über die Straße, das gibt doch Bonus. So. Aber ich habe ja noch Viecher zu töten. Ja, bei mir zeigt das hier auch einen Haufen an, irgendwie. Direkt links. Aber ich weiß, ja, weiß jetzt nicht, welche Quest das ist, irgendwie. Das ist total egal, das wird ja gleich irgendwo aufploppen. Irgendwo wird jetzt gleich der Fortschritt hochgehen. Oder oh, warte mal. Ach, das sind die Tiere, die wir in der Nähe einer Jägerin töten müssen. Aber wo warte ist die Jägerin? Ich hab hier so ein Ding zum Driftdrehen. Ein Ding? Hui. Oh, ja, mach's gut. Wirf das nächste Mal lieber selbst hinein. Ich hab ein Loch gefunden. Ich hab ein Loch. Was für ein schönes Loch. Ah ja, ja, und dann kommst du bestimmt aus dem Teleporter da wieder raus. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da hinterher springen soll. Nee, das ist so eine, hier so eine Entdecker-Action irgendwie. Da gibt's dann Mobs drin und so. Wenn ihr mir hinterher hopsen könnt, dann macht das doch mal. Doch! Ha! Ich bin auch drin. Keine Ahnung, wie ich durch diesen Spalt gepasst habe, aber... Ab in den Hasenbau! Yay! Die Mobs hier unten zählen glücklicherweise auch alle für irgendeine Quest, die wir haben. Ach, nee, ich glaube, die hast nur du in dem Fall, wenn das jetzt Entdecker Echt? Ist. Nee, das geht, nee. Soweit ich weiß, darum, dass der Entdecker quasi für alle zugänglich irgendwie okay. neue Bereiche öffnet und so. Wir sollen ja alle was davon haben. Okay. Ja, genauso wie mit diesen Verkaufsstationen vom Siedler und so. Stimmt. Was kann man denn sonst noch so alles machen? Was ist denn das da hinten für einer? Das ist Jäger Kelzo. Gibt der irgendwie eine Quest oder so? Achso, nee, da geht's wieder hoch. Niederwurf, Affen, Klingen, Knurrfuß, Röms. Aber hier gibt's auch eine Quest, laut meiner Karte. Also ich habe hier auf jeden Fall eine Forscherquest. Ich kann hier lustig wieder die Tierchen scannen. Echt? Ja dann, ne? Bäm, ich muss nur erstmal wieder meinen komischen Scanboard ranholen. Wo auch immer der sich gerade rumtreibt. Der geht immer Kaffeepause machen. Irgendwie ist er immer weg, ja. Hier der Fahrer würde ja auch gerne Kaffeepause machen, aber der hat seinen Kaffee stehen lassen. Ja, da ist die Technik wieder mal voraus. Hm. Hier ist ein verlorenes Schwert. Das gibt die Quest. Mal schauen, ob es jemand kennt. Eine der vielen. Wo seid ihr denn hin? Hier um die Ecke. Ach da, ja. Auch mal um die Ecke denken, so. So, ich repariere hier mal den Bot. Aua, Britzel. Also ich habe den repariert. Ja. Oder auch nicht. Oder? So, ha. Ich mach dat. Und was ist das jetzt ja. für ein? Ja, genau. Naja, also... Erstmal ordentlich einen wegbohren hier. Aber sehr schön so diese Teamwork-Abteilung hier, ne? Ja, zumal er jetzt Ressourcen für mich ausspuckt. Ist ja geil. Finde ich sehr, sehr, sehr das cool gelöst. Auch richtig nice gemacht. Wobei das System drei machen, was einer bekommt, was jetzt nicht so geil ist, aber der Gedanke... Ja, wir wären ja gar nicht hier, wenn der Fahrer nicht das Loch gebuddelt hätte. Ja. Öfter Mission freigeschaltet, Schnitzeljagd. Hier oben gibt's noch eine Quest, laut meiner Karte. Mal gucken. Irgendwie. Glaube ich. Wenn es hier überhaupt weitergeht. Nee. Geht's über uns? Also eigentlich stehe ich jetzt direkt drauf quasi. Ja, hier habe ich. Das scheint also... über uns zu sein. Hm. Geht's hier noch? Ah, da ist eine Leiter. Sieh an. Ja, da kommen wir wahrscheinlich wieder nach oben. Also so richtig hoch. Ja, das stimmt. Kommen wir wieder hoch? Weiß ich nicht. Also wir haben ja noch das Quest von gerade. Achso, das müssen wir zu dem Jäger bringen, der da, glaube ich, weiter unten in der Höhle stand. Okay, jo. Dann wollen wir noch nicht wieder hoch. Hui. Hey, was ist das witzig, ey? Geht er denn wieder nach oben? Also. Da. Aber sowas bekommt man jetzt natürlich nicht zu sehen, wenn man keinen Kundschafter in der Gruppe hat, ne? Das stimmt, ja.
Also du musst dann wirklich echt von jedem Beruf quasi einen dabei haben, damit du auch echt möglichst viel vom Spiel Ja, mitbekommst, ne? eigentlich musst du dann zu fünft oder so spielen. Ne, zu viert Zu mindestens. Ja. viert, ja. Damit du alles siehst. Das regt ja doch sehr stark zum Team- und Gruppenplay an. Finde ich sehr lobenswert. Es ist wirklich schön. Wobei es ja auch eigentlich nicht schlimm ist, wenn man es dann nicht sieht irgendwie. Also wenn man dann alleine unterwegs ist, verpasst man ja jetzt auch nicht irgendwie Dreiviertel des Spiels. Jo. Aber trotzdem. Es ist optional, aber schön. Genau. Ja. Ja, es sind halt so diese ganzen Kleinigkeiten, ne? Ich meine, guck dir doch mal alleine an, wie liebevoll dieses Lager hier gebastelt ist, ne? Einfach so. Das sind halt einfach so nette kleine Goodies und die siehst du dann halt nicht. Das fände ich persönlich echt schade. Stimmt schon. Hier ist auch nochmal eine Treppe, Leiter. Sind wir denn hier fertig oder was? Glaube ja. Ja. Na dann. Dann mal ab nach oben. Schade, ich hätte jetzt sehr gern gesehen, wie wir da hochklettern. Ja, aber da passiert leider nichts, ne? Ne. Schade. Wieder Wie draußen. denn jetzt überhaupt? Ja, wo sind wir und wo wollten wir hin? Ach so. Ja. Ja, wir sind wieder im Dorf. Großartig. Ja, oder? Ja. Schön, ja. Super. Super. War ein schöner Ausflug, ja. Hätten wir doch die andere Endlich zu Leiter nehmen Hause. können. Wir könnten ja auch wieder runter und unten rumlaufen, aber egal. Könnten wir auch, ja. Ich glaube, das ist dann irgendwie auch egal. Was sagst du, So. es gibt einen Bonus, wenn man auf der Straße bleibt? Also ich hatte auf jeden Fall immer. Ja, die Frage ist jetzt, ob das hier als richtige Straße zählt. Aber doch, ich hab'n. Straßenmarsch. Ja. Jo. Erhöht die Erhöht sich deine Reisegeschwindigkeit. Bewegungsgeschwindigkeit? Das finde ich erstmal einen schönen Mount-Ersatz. Ja. Ich will ein Hoverboard. Mimi. Ich will eins im wirklichen Leben. Ja. Röms. Ach, dieses C ist, wenn man hier sich den Buff abholt. Zack, zack, Ja, ich kann zack. dir was Ach so. bauen. Super, wartet mal. Yay. Oh, riesen Staubwolke hier. Ach so, super, hier müssen wir doch eh Eine hin. Barrikade. So, das war der Stab, jawohl. Oh, alle Das gibt Sachen, hier die. wieder nur Kram, den ich eigentlich nicht brauche. Ist egal, dann gib mir das hier. Was ich brauche, kann ich nicht anlegen. Ist auch schön. Ja, das Leben ist hart. So, So. dann bauen wir mal den hier. Mhm. Also alles, was da jetzt steht, einfach mal anquatschen, weil da kriegt ihr nämlich Buffs durch. Schön. Okay. Mal hier noch so ein Fastfood-Automat. Lol. Der Automat ist Räum's. ja witzig, da liegt ein Schwert drin. Hat mal jemand einen Euro, damit ich mir ein Schwert ziehen kann? Tatsache. Und oben eine dicke Wumme. Schön. Ja. Snackautomat der Zukunft. Herrlich. Aber verkaufen kann man ja auch. Schön. Billige Ja. Ohrringe. War da noch cool Fisch? Ach nö. Will nicht wissen, wie viel Zeug ich schon verkauft habe, was besser für mich gewesen wäre. Ah. Zack. Genau. Okay. So, dann habe ich hier, glaube ich, auch erstmal alles. Ach, und Kann jetzt ja was geht's zurück ins pflanzen. Dorf, oder was? Also, du kannst was pflanzen? Ja, ich konnte hier was. Ein Pilzmulch konnte ich hier. Nee, ein Blade Leaf. Was Okay. überhaupt? Bei mir ist Was? hier eine Pummelgranate. Okay. Ayo. Lül. Was auch immer da Pummelgranate. jetzt passiert ist. Also, ich konnte es anklicken und jetzt ist das Symbol, was da dran war, weg. Okay. Weiß der Geier. Jetzt, Sprinkleranlage. Ja, ein Kleingarten, ne? Schön. ja, die Sprinkleranlage ist jetzt glücklich, dann können wir jetzt gehen. Mach's gut, Anlage. Wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Wir Direkt hinter waren. dir. Ja. Ach so. Bist zu langsam. So, die Ah, wir Frage sind wieder hier ist. bei dem komischen. Ja, alles klar. Ja. Wo wollten wir hin? Ach, die Straße hoch, ne? Oder müssen wir hier noch was machen? Na, Also, ich hier. hab. Ich habe hier mit diesem Schamanen geredet, jetzt muss ich wieder zurück ins Dorf zu dem anderen Schamanen. Ja, und dann haben wir da rechts von auch noch Quest gewurschtelt irgendwie. Jo, wir müssen irgendeine Jägerin finden und in der Nähe so ein Tier töten. Wir haben schon Jägerin finden? Jägerin. Töte eine Bestie in der Nähe einer Jägerin. Ach so. Hab Ja, und dann habe ich allerdings. noch verbessertes Verhör. Habt ihr die auch noch? Ja, ne? Verhöre den Ja. Gefangenen-Schattenlaub-Dings. Was denn? Auf. Und ich habe ja auch immer noch Ausrufezeichen bei den komischen Kackaffen. Ja, das sind die, die wir in der Nähe von so einer Jägerin töten müssen. Das sind die Ach Bestien, nehme ich mal an. so. Weil die haben wir Ah. jetzt so oft schon umgehauen, dass nichts passiert. Nehme ich mal an, dass das die Stimmt. Tierchen sind.
Jetzt gibt's hier auch neue Quests. Oh ja, gleich einen schönen Haufen wieder. Ja. Zumindest gibt's hier keinen Leerlauf. Das stimmt. Nee, man ist Quests irgendwie ständig ist total busy und beschäftigt und dann kommst du irgendwo hin, hast was getötet, gehen direkt drei Herausforderungen auf. Ja. Auch sehr schön, dass der eine jetzt zu anderen Quests einen auch noch hinschickt. Ganz idiotensicher gemacht, sehr schön. Die Clanhalle. Das sieht auch sehr stylisch aus. Ich habe eine neue Quest bekommen.